Jetzt treffe ich mich mit dem Sven, der ist aus Frankfurt gekommen und ist jetzt einen Tag in Hamburg. Nebenbei bin ich schon die ganze Zeit mit Sascha am Besprechen, welche Headlines wir morgen im Studio haben werden. Das ist mir nämlich letztens aufgefallen, als ich eine Stelle in einem Buch gelesen habe, wo es darum ging, als Steve Jobs aus Apple rausgeflogen ist und erstmal was anderes gemacht hat, hat er ja trotzdem an seiner Idee festgehalten und er ist ja später wieder ins Unternehmen reingekommen, auch wenn Apple vorher eigentlich nie erfolgreich gewesen war. Als er dann zurückgekommen ist, hat er an seinen Visionen, zum Beispiel für Mobilkommunikation, festgehalten und hat dann das iPhone, erstmal den iPod und dann das iPhone entwickelt. Und darum ging es in dieser Buchstelle nämlich auch, dass manche Ideen sind gut und manche Ideen sind es auch wert, dass man an ihm festhält, aber manchmal muss man eben eine Zeit lang auch was anderes machen, was irgendwie Geld in die Kasse bringt, bevor der Markt vielleicht reif ist oder die Menschen reif sind für diese Idee, die man da hat. Weil manchmal bist du einfach zu früh mit der Idee. Es lohnt sich zwar drin festzuhalten, aber man muss natürlich jetzt nicht 10 Jahre lang an einer Idee festhalten, die jetzt gerade leider nicht funktioniert, sondern man muss dann einfach erstmal was anderes machen und später wieder sozusagen drauf zurückkommen. Also man lässt es in der Schublade drin. Genau. Ja, du kannst nicht abwarten, bis die Zeiten besser werden. Du kannst nicht darauf warten, dass mal keine Krise ist. Ich finde das immer so lustig, wenn Politiker sagen, ja, jetzt haben wir ja erstmal Krise. Jetzt können wir ja gerade erstmal nicht das machen, was wir müssen. Wohnungsbau ja zum Beispiel, ne, diese, wie heißt das, Geiwitz oder wie auch immer, sagt, ja, Ziele sind jetzt erstmal nicht erreichbar, weil jetzt ist ja Krise. Es ist immer Krise. Und morgen ist Corona und übermorgen ist Inflation und übermorgen ist Ukraine-Krieg und immer Bauwirtschaft und dann hast du hier Materialmangel. Irgendwas ist immer. Also auch als Unternehmer oder Selbstständiger die Ausrede zu haben, ich warte erstmal, bis die Zeiten wieder ruhiger werden. Die Zeiten werden nie wieder ruhiger. Ganz im Gegenteil. Wir werden immer heftigere Impulse merken in Zukunft, weil alles einfach immer dichter wird und alles hängt so eng zusammen. Und deswegen, wenn in China irgendein Sackreis umfällt, dann ist das mittlerweile auch ein Problem für den Westen. Und deswegen müssen wir natürlich heute handeln. Man muss natürlich heute die Weichen stellen für das, was morgen passieren soll. Also im metaphorischen Sinne, auch das, was wir heute entscheiden und anstoßen, wird nächstes Jahr ein Outcome haben. Und deswegen ist es eben so wichtig, keinen Tag verstreichen zu lassen, weil das Konzept nicht mehr aufgeht. Also dieses Abwarten und Tee trinken, habe ich ja auch in Bullshit Rules geschrieben, funktioniert ja nicht, weil sich die Welt weiter bewegt. Und die Welt bewegt sich extrem schnell weiter und ohne Rücksicht auf Verluste weiter. Deswegen muss jeder natürlich heute so schwer es vielleicht ist, ja, trotz Krisen und Kriegen und Inflation und so weiter, muss man heute Weichen stellen und muss man heute Dinge tun und muss Dinge heute umsetzen, damit morgen eben das Ergebnis da ist. Jetzt treffe ich mich noch mit Sascha eben zum Essen. Eben waren wir ja im Studio und jetzt haben wir noch ein paar ganz auch interessante News zu besprechen.